Wollen wir Sachen auspacken, Chat? Ich will da reingucken, ich bin heiß. Oh, was haben wir denn hier? Oh, es ist schwer. Man kann eigentlich im Grunde genommen nichts sehen, ne? Nicht wirklich. Was wollt ihr denn zuerst aufmachen? Das obere oder das untere? Ich erfülle Fischi den Wunsch. Fischi schreibt nämlich unter jedes Video einen Kommentar. Und der hat sich was gewünscht. Also nehmen wir das obere. Los geht's, wir gehen rein. Wir gehen rein. Das hier, meine Damen und Herren, ist das KS Focus. Das KS Steering Wheel ist frisch rausgekommen von Moser. Mal wieder ein neues Wheel. Denn Moser macht gerade richtig Angriff und Alarm hier. Boah, aber richtig mit Genuss. Richtig mit Genuss. Oh. Oh, richtig mit Genuss. So, das erste, was wir machen, den Zinken reinhalten. Neutral. Geht. Oh, schön. Es gibt sehr viele Aufkleber dazu. Was haben wir denn hier noch drin? Hier ist noch eine Pinzette drin zum Aufkleben. Rosa denkt wirklich echt viel mit, muss ich sagen. Also Kundenexperience ist immer geil. Was haben wir denn hier drin? Ist das hier Bedienungsanleitung, Warranty-Hinweise? Was ist das denn? Nö, das sind hier Installationsguide. Das ist der Installationsguide. Aber ich denke mal, den brauchen wir bei Moser jetzt nicht zwingend. Das ist ja meistens selbsterklärend. Was haben wir denn hier bei den Aufklebern so drauf? MGU, Mapping, Exit, ABS, Rage. Okay, Brake Bias haben wir hier auch. Mapping an sich haben wir. ABS, TC haben wir auch dabei. TC2, Clutch, Oversteer. Wusstest du, Mozi, dass wenn du im Bild drin bist, dass die Reviews dann unprofessionell sind, weil du da eine Katze im Bild rumtun? Nicht? Ich auch nicht. Aber hat mir letztens jemand bei YouTube geschrieben. Ganz schöner Keck. Willst du auch mal reingucken in den Sack? Aber es gibt keine Moser-Aufkleber, das finde ich doof. Sonst sind immer noch ein paar andere Aufkleber dabei. Dann packen wir nochmal aus hier den Lümmel. Wie immer schön in einem Beutel drin von Moser. Das feiere ich sehr. Ich glaube, wir nehmen mal das ganze Ding raus. Es ist nämlich hier gar nicht so einfach, das auszukriegen. Das ist wirklich sehr... Jetzt. Das ist wirklich sehr papp. Erster Eindruck schon mal beim Greifen. Sehr, sehr leicht. Sehr, sehr leichtes Wheel. Möchtest du in den Karton? Riecht neu, ne? So, dann werden wir das mal auspacken hier aus der Beutelage. Oh, schöne Griffe. Gleich mal schon von Anfang an. Oh, Alter. Oh! Boah, die Shifter sind ja richtig geil. Boah, die sind richtig schön weich. Hier. Boah, die sind richtig schön weich. Ihr könnt das, glaube ich, gar nicht hören, ne? Boah, kein riesiges Geklacker. Ui. Oh, Mutti. Hier, komm, ich pack dir das runter. Nicht, dass du es gleich runterschmeißt. Na los, hier, hast du beide Kartons zum Spielen. So, wir haben das Übliche, man kennt es, den Quick Release. Da gehen wir jetzt erstmal noch nicht ran, weil wir lassen das mal noch dran, weil wir verbauen das nicht gleich sofort. Hier unten, ich weiß jetzt nicht genau, ob es wireless ist, aber hier unten wäre noch ein Pin. Das müssen wir noch rausfinden. Ich habe mich zu diesem Wheel noch nicht erkundigt. Wow! Okay, die Knöpfe sind richtig geil. Wartet mal. Könnt ihr das hören? Ui, die sind richtig schön. Oh, die haben so einen richtig tollen Druckpunkt. Die sind nicht zu groß, nicht zu klein. Wie sind denn so die Drehencoder? Die sind auch sehr schön. Haben gutes Gefühl. Nicht zum Drücken. Nee, die sind nicht zum Drücken. Die Drehencoder fühlen sich auch sehr, sehr schön an. Mhm. Doch. Schön. Wir haben noch zwei Joysticks. Auch beide drückbar. Die fühlen sich auch sehr gut an und sind auch sehr gut erreichbar. Boah, wenn das kein Moser-Wheel wäre, würde ich das mir jetzt sofort an die Simocube schmeißen. Weil das ist auch vom Durchmesser her sehr schön. Das ist so ein bisschen weniger Schulterbrein. Also ich würde mal sagen, so eine 29 ist das? So ist ein Bauchgefühl. Ui. Also verarbeitungstechnisch sehr, sehr schön. Fühlt sich gut an. Aber jetzt ist halt die Frage, warum hier unten dran ein Connector ist. Ist das zum Aufladen oder... Das müsste man noch rausfinden. Steht das in der Bedienungsanleitung zufällig mit drin? Siehst du, brauchen wir sie doch nochmal. Compatible with third-party wheelbases via direct PC connection.
Ah, dafür ist er da. Aber es gibt kein Kabel dazu. Oder ich habe es nicht gesehen. Es gab jetzt kein Kabel dazu, aber man könnte das woanders auch benutzen. Da ist dann aber die Frage, dann bräuchten wir hier wahrscheinlich einen Adapter für, dass wir den Quick Release benutzen können. Aber du, wirklich ohne Scheiß, für den Preis? Richtig stabiles Wheel. Leck mich am Arsch. Boah, das hat auch kein Flex oder so. Also, das ist brecherhart. Griffe sind natürlich ein bisschen dünn, finde ich. Was für mich halt ein bisschen komisch ist, ist, dass mein Finger hier halt stecken bleibt. Also ich müsste die ganze Zeit so fahren. Ja, das ist so. Müsste man mal gucken, ob man da nochmal irgendwie kleinere Wippen bekommt dafür. Aber leck mich am Arsch, du. Shifter sind auch sehr schön. Die sind, für mich persönlich, ich mag ja so laute Magnetshifter, mag ich nicht. Die sind wirklich sehr schön. Wie gesagt, das Einzige, was mich persönlich ein bisschen jetzt, ne, und das ist aber auch persönliche Präferenz, bei mir hängt das genau auf dem Finger hier. Das ist beim Shiften ein bisschen unangenehm. Aber ansonsten ist geil. So, gucken wir nochmal, ob wir die Drehencoder komplett drehen können. Jo, der ist 360. Der ist 360. Der ist auch 360. Heißt, kannst du voll im Kreis drehen und machen. Aber die Knöpfe, Alter, die sind richtig gut. Mager. Boah, die haben so einen richtig schönen Druckpunkt. Die sind nicht zu leicht. Die klacken schön. Die hier oben, die zwei, die sind auch sehr gut. Die gehen nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer. Das ist ein nicer Dicer, du. Fühle ich. Fühle ich absolut. Schönes Produkt. Kannst du sagen, was du willst. Hier nochmal für euch eine Nahaufnahme. Wirklich ein sehr, sehr schönes Produkt. Fühle ich. Fühle ich absolut. Müsste man jetzt natürlich dann mal fahren und mal gucken, wie das denn so ist. Ne? Aber wie gesagt, so aus dem, vom ersten Anfassen her, kein Flex drin. Die Shifter sind sehr schön. Sind jetzt nicht so die üblichen, Shifter, wie man sie als Magnetshifter kennt, dass sie ein bisschen schwerer gehen. Die gehen schon ziemlich simpel. Aber ich finde das schön. Ich denke mal, man könnte damit ein bisschen noch mit einem extra Magneten, könnte man da bestimmt noch was machen. Kam vor kurzem raus, Leute, das Wheel. Werden wir dann die nächsten Tage mal Probe fahren. Und mal schauen, was wir da so rausholen können. Ist auch alles wieder in der Software mit drin. Bei Moser. Spitzengerät. Also vom Anfassen und erster Eindruck her. Kommt das direkt von Moser oder von Alternate? Schöne Grüße gehen da an den Gehäusekönig raus. Kussi Kussi. Denn der Gehäusekönig hat mir den kompletten Satz zukommen lassen. Und heute kam auch noch ein weiterer Monitorstand. Auch vom Gehäusekönig. Also, KS Steering Wheel. Ist gut. Wirklich gut. Ich würde mich mal sehr dafür interessieren, das werden wir auch mal ausprobieren, wie es denn aussieht, ob wir das denn irgendwann mal in SimHub einbinden können. So, was haben wir denn hier drin? Chat und Zuschauer. Zuschauende Menschen. Aha, hier sind wieder Aufkleber dabei. Sehr schön. Hier ist ein Kabel drin. Noch mehr Kabel drin. Ein bisschen Plipla-Plastik. Das Netzteil. Was haben wir hier noch drin? Oh, dafür... Ey, dafür küsse ich euch, dass ihr die Schrauben für eure eigene Wheelbase mit dazu legt. Liebe ich, finde ich total schön, dass ihr das macht. Dankeschön. Eine Firma, die mal ihren Kopf anstrengt und nicht auf den Trichter kommt. Naja, haben ja eh alle zu Hause, ne? Hier ist das Netzteil drin. Legen wir mal kurz hier an der Seite und dann holen wir mal den Brecher. Oha. Oha. Also im Gegensatz zur R5 hat das hier schon... Ei, der Witzka. Alter, also im Gegensatz zur R5 hat das hier schon ein ganz schönes Gewicht, das Ding. Okay. Oh, und es ist auch schick. Schön hinten ist wieder alles dran, was man gewohnt ist. Das Dash, SRF, HB, also Handbremse etc. E-Stop ist auch mit dabei. Deine Pedalen kannst du hier auch wieder mit anschließen. Sie haben quasi in ihrer Wheelbase den eigenen Hub mit integriert. Und das feiere ich sehr. Hier. Also das Ökosystem ist wirklich sehr durchdacht. Man kann theoretisch alles hier anschließen. Sehr schön. Ist das alles Metall? Hier ist ein Stück Plastik. Nee, das ist auch Metall. Nee, das ist Plastik. Der Deckel hinten ist Plastik. Hier oben ist alles Metall. Hier vorne ist auch alles Metall am Quick Release. Müssen wir mal gucken, wie es mit den Mounting Holes aussieht. Die sind hier unten drunter. Das ist auch tippitoppi. Auch alles Metall. Kein Stück Plastik dran.
Schöne Grüße gehen raus an den Plastikbomber. Ich würde ja eigentlich das Wheel gerne mal hier anschließen, aber ich möchte jetzt gerade die ganzen Aufkleber nicht abmachen, weil wir das ans Testrig nachher anbauen. Prima. R12. 12 Newtonmeter. Gucken wir uns doch mal im Vergleich R5 an. Moment. So, wenn man sich das jetzt mal hier anguckt von der Größe her. Unten ist R12, hier oben ist R5. Also man könnte sagen, die Plastiklänge hinten ist nochmal extra hinten dran. Vom Gewicht her ist natürlich die R12 ein bisschen schwerer. Und was mir auch auffällt, die R12 hat einen längeren Schaft im Vergleich zu R5. Vom Schnitt her sind sie sehr ähnlich. Das heißt, wenn wir das so rumbauen, das ist einheitlich. Also falls man sein Mounting irgendwie hat und wechseln möchte, das hier ist alles einheitlich. Die Mounting-Holes sollten, nehme ich an, die Lochung ist eine andere, logischerweise, weil die Fläche ja auch eine andere ist. Aber wenn ihr das jetzt mal guckt, hier sind die vorderen der R12 und hier sind die von der R5. Also wenn wir es so hinlegen, sind die vorderen sind ident und die hinteren sind ein bisschen nach hinten geschoben. Das heißt, wenn man zur R12 wechseln möchte, muss man darauf aufpassen, dass die Lochung eine andere ist. Das ist eine Nebeninformation. Ich kann euch das hier gerne nochmal hinstellen. Könnt ihr das mal sehen. Also hier unten jetzt gerade, also hier sind die Lochungen ident und hier durch die Größe ist die Lochung natürlich ein bisschen nach oben. Ansonsten haben sie hier an der Seite, bei der R12 haben sie jetzt nicht den Sticker hier unten dran gemacht, sondern sie haben es richtig in die Grooves reingemacht. Das ist sehr schön. Hier übrigens dann auch mal im Vergleich zur R5, das ist hinten die R5, da geht nur die Pedale und das Dash ran. Und hier bei der R12 ist dann im Vergleich dazu alles dran. So. Wie sieht es denn von der Höhe aus? Von der Höhe... Boah, die F5 ist vielleicht ein ganz kleines bisschen tiefer. Ganz kleines bisschen. Nicht viel, marginal. Ich würde mal sagen so 2 mm. Aber kann man merken, dass sie ein bisschen kleiner ist. Aber das könnte auch einfach ein bisschen Verarbeitung sein. Oder weil der Tisch schief ist. Weil es ist ein bisschen kleiner Unterschied. Die Verschraubungen hier oben für die Dashboards sind auch bei beiden gleich. Also im Grunde genommen haben wir Moser gekauft und haben Moser gekriegt. In der Theorie. Bei den Quick Releases, da möchte ich jetzt das hier nicht aufmachen, weil ich das noch nicht benutze an der Stelle. Aber ansonsten, overall, ist wirklich sehr schön. Was ich auch total toll finde, ist eine schöne neue Änderung an der Stelle. Schöne Grüße gehen da raus an Moser. Hier vorne ist das glatt. Wartet mal, Fokus, seht ihr? Das ist sehr... Hat kein... Wie sagt man denn? Es hat einen Glanzfinish. Also da vorne hat es auch einen Glanzfinish. Aber bei der R12 ist hier vorne ein Matt-Finish drauf. Das heißt, so wie die Wheelbase aussieht, so sieht auch vorne der Quick Release aus. Das ist eine Kleinigkeit, die mir persönlich aber sehr gut gefällt, weil das hat mich... Mich und meinen inneren Monk hat das ein bisschen gestört, dass die Auflage hier vorne nicht matt war, sondern Glanz. Und jetzt, wenn ich hier so drauf gucke, sehe ich hier eine einheitliche optische Aufmachung. Und hier sieht das mal so aus, als hätte ich irgendwie was dran gebaut an der hier. Finde ich schön, tolle Änderung, gefällt mir. Für meinen inneren Monk. Ja, ansonsten können wir jetzt hier nicht viel zu sagen. Steckmöglichkeiten sind dieselben. Das Netzteil ist natürlich, weil der Motor ja größer ist, etwas größer. Wir haben hier bei der kleinen haben wir einen 4-Pin. Hier haben wir einen 6-Pin dran. Also das Ding braucht ja auch noch ein bisschen mehr Strom. Aber für 12 Newtonmeter ist das wirklich sehr kompakt und fein. Also wirklich für 12 Newtonmeter hat das noch ein sehr schönes, kompaktes Format. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und 12 Newtonmeter sind in der Regel mehr als ausreichend. Also wenn wir den auf 100% fahren. Da muss man dann natürlich nochmal nachschauen, nachher in den Tests, wie es mit Clipping etc. pp. Aussieht, weil, also ich persönlich fahre jetzt meine 25 Newtonmeter auf 100% im Treiber und auf 43% in ACC. Also Pi mal Öre, so 11, 12 Newtonmeter. Also 12 Newtonmeter wäre schon ziemlich ausreichend. Ja, Moser R12, Chat. Die machen wirklich eine Ansage mittlerweile. Die machen wirklich eine Ansage. Dankeschön, Pierre, dass du das ausgerechnet hast. 10,75 Newtonmeter.
Die machen gerade aktuell wirklich eine Kampfansage auf den Sim-Racing-Markt. Also die bringen ja wirklich kontinuierlich seit einem Jahr pumpen die ja wirklich Produkte ohne Ende. Und bis dato, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich davon noch nichts so wirklich enttäuscht. Also das Wheel, ne, ohne das jetzt mal gefahren zu sein, vom Anfassen und Auspacken her, holt mich absolut ab. Das hier vom Aufbau her, was du alles drin hast für den Preis, auch tippitoppi. Das werden wir dann die nächsten Wochen, werden wir das mal fahren und testen. Dazu wird aber erst das Büro umgebaut und das dauert noch ein bisschen. Mosa macht aktuell wirklich eine Menge richtig und eine Menge schön. Und bei dem Preis für den Wheel, das lag jetzt bei OCHAT 200. Helf mir mal mit der genauen Zahl bitte. 200, also geht gegen 300. Also dafür ist das wirklich ein guter Preis. Und das, was man dafür kriegt. Also es fühlt sich so vom ersten Anfassen her, ist das schon sehr wertig und sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Ich möchte übrigens nochmal der Fairness halber deklarieren. Mir wurde beides gestellt, sowohl das Lenkrad als auch die Wheelbase. Die hat mir der Gehäusekönig hat mir die gestellt. Die kommen nicht direkt von Moser und ich habe keinerlei Auflagen, was ich hier sagen darf und was ich nicht sagen darf. Das heißt, wenn ich etwas Kacke finde, dann sage ich euch das. Und auch wenn ich das hier bekomme, ich darf das auch behalten. Das ändert nichts an meiner Review und an meiner Ansicht zu diesem Produkt. Ich möchte das aber trotzdem Fairness halber deklarieren, dass ihr das wisst, dass ich das nicht gekauft habe. Eine Sache zum Wheel noch. Wenn man große Hände hat, also was kann ich euch denn jetzt mal im Vergleich zu meiner Hand zeigen? Ah, hier, ein normaler großer Kulli. Also das ist meine Hand und das ist ein Kulli. Damit ihr mal wisst ungefähr, was groß, hauptsächlich hier erstmal den gemacht. So, das ist meine Hand. Also für große Hände könnte das, glaube ich, ein bisschen schwierig werden, weil die Schaltwippen liegen sehr eng an den Fingern an. Ist natürlich ein bisschen Umgewöhnung, weil ich bin jetzt halt solche Griffe gewöhnt, logischerweise, ne? Aber wenn ihr große Hände habt, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Wenn ihr normal große Hände habt, easy peasy, aber bei großen Händen könnte eventuell unangenehm werden.